Manuel Bühler, schön, dass du in Dendlein bist. Komm hoch auf die Bühne. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir müssen dich erstmal ein bisschen kennenlernen, Manuel. Wo kommst du eigentlich her? Wie lange hast du denn heute hierher gehabt? Also ich komme aus der Nähe von Tübingen, so knapp 2 Stunden von hier weg. Schwabe. Bin heute Morgen durchgekommen, aber ich habe auch ein bisschen fränkische Wurzeln. Also Hand aufs Herz, was war, wie du jetzt so in dem Alter warst, wie so die Kids hier vorne, was war damals dein Lieblingsverein? Das kann man heute eigentlich nicht mehr sagen. Doch, hier in Nürnberg kann man das sagen, in der Nürnberger Ecke, weil ich war von klein auf Schalke-Fan. Also ist mir gerade eingefallen, weil in Stuttgart werde ich dafür immer ausgebuht. Deshalb, aber in Nürnberg Fanfreundschaft und so, da ist es. Also Schalke kann man hier sagen, es gab ja auch Zeit, wo die wirklich mal deutscher Meister waren. Und noch viel früher, das darf man hier wahrscheinlich nicht sagen, gab es eine Zeit, da waren die Fürther deutscher Meister. Da komme nämlich ich her aus Fürth. Und mein Opa zum Beispiel, das war noch eine Zeit, da waren die Fürther richtig groß. Okay, nicht so groß wie die Nürnberger. Aber der damals die Profis vom Fürth rumgefahren in seinem Auto, obwohl er eigentlich nur ein ganz einfacher Mann war, Waisenkind. Das waren noch ganz andere Zeiten damals, als Fürth und irgendwann Schalke groß waren. Ja. Genau. Fußball. Begeistert, man sieht es bei den Jungs im Trigo. Heutzutage steht dann hinten drauf Messi oder Mbappé oder so. Was war bei euch damals so auf die Trikots gestanden? Boah, bei mir in der Jugend war Ronaldinho, Zidane, Luis Figo und so. Das waren so Spieler, die damals so die Topstars waren, denen wir alle nachgeeifert haben. Olli Kahn höre ich gerade hier hinten, ja. So, ich war nicht so der Torwart, aber ja. Aber wir haben auch einen Torwart unter uns hier auf jeden Fall. Genau, das war damals bei mir was auch noch Olli Kahn, die Zeit. Ja, du selber, haben wir jetzt ja schon gesehen, hast bei 1860 München und bei Nürnberg gespielt, dazu kommen wir noch. Angefangen hat es natürlich ein bisschen kleiner, nämlich so ähnlich wie bei uns sozusagen, wie beim SVD. Was war deine Mannschaft gewesen? Der Verein, der heißt TGV Endring, das ist ein kleines Dorf, 10 Minuten von Tübingen weg. Und da habe ich angefangen Fußball zu spielen mit dem großen Traum, eines Tages mal Profi zu werden. Und hatte viel, viel Freude schon. Deshalb war es immer ein Kampf, auch so nach der Schule, ja, mit Hausaufgaben und so. Das war immer recht schnell bei mir, dass ich auf dem Bolzplatz geendet habe oder gelandet bin. Da musste die Mutter schon immer ein Auge auf mich werfen. Ja, da kenne ich ja auch mindestens einen, der da ganz viel Fußball spielt. Das ist jetzt aber nicht meiner. Ja. Also ich glaube, viele Kids haben so den Wunsch, Fußballprofi zu werden. Dein Traum war konkret? War konkret, irgendwann mal Bundesliga zu spielen. Also als Kind schon, wusstest du, ich will... Ja, ich habe die Spieler da rumrennen sehen im Fernsehen und war dann auch mal im Stadion und so habe ich auch gesagt, ich will auch mal eines Tages da mit dabei sein. Das hat mich von Anfang an fasziniert, also nicht nur, weil Fußball mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, sondern einfach auch das Drumherum. Ich habe immer so gedacht, Fußball ist so die eine Sache, die mir ein erfülltes Leben schenkt mit allem, was dazugehört, ne? Gutes Geld verdienen, Anerkennung, berühmt werden und all diese Sachen. Und eben die Freude, die ich dran hatte, die Kombi hat es dann eben ausgemacht, dass ich gedacht habe, wow, ich möchte das auch eines Tages mal erreichen. Und es sah dann, also du, und das ging dann auch bei dir richtig los dann. Also nächstes größeres Team ist, glaube ich, bei euch dann Reutlingen. Genau, ich bin zum SSV Reutlingen. Die waren früher mal in der 2. Bundesliga, sind dann recht steil wieder abgestürzt. Jetzt noch in der 5. Liga, in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. Aber da habe ich dann so den nächsten Schritt gemacht. Genau, und Reutlingen war dann dein Sprungbrett, dass ich dann von Erstligistenmannschaften sozusagen da die Nachwuchsmannschaftstrainer dann auf dich aufmerksam wurden, dich eingeladen hatten, genau, und du dann also sozusagen ein bisschen die Wahl hattest, wo willst du hin? Ja, genau. Also es war mit 16 Jahren für mich natürlich ein Riesen-Highlight. Da haben dann plötzlich Mannschaften bei mir angerufen, wie jetzt der SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, 60 München, Karlsruhe, 1. FC Nürnberg. Und ich konnte mir mehr oder weniger aussuchen mit 16, wo ich dann hinwechseln möchte. Und es war natürlich für mich eine Riesensache, weil es dann auch konkret geworden ist mit dem Traum Profifußball. Und selbstverständlich habe ich mich für einen großartigen 1. FC Nürnberg entschieden. Ne? Ja. Also ich habe gehofft, dass ich hier dafür vielleicht einen Applaus bekomme, weil in Stuttgart, ja, in Stuttgart eher ist es nicht so der Fall. Genau. Da heißt es dann immer, warum nicht der VfB, ne? Aber ja. Okay. Also mit 16 beim Club, das heißt spätestens ab da wahrscheinlich dann auch immer mal wieder in der Zeitung gestanden. Was macht es mit dem Jugendlichen sozusagen, dieser Ruhm? Ja, also ich habe das schon wahrgenommen als was, was mir irgendwie ein Stück weit einen Wert gegeben hat. Ich hatte am Anfang der Schule nicht immer so eine leichte Zeit, so in der 5. Klasse. Da war es teilweise sogar so, dass ich manchmal ein bisschen so Außenseiter war oder eine Gruppe, mit der ich so teil sein wollte, die hat mich ein bisschen ausgegrenzt.
Und dementsprechend hat dann durch den Fußball das irgendwie angefangen, dass die Leute mich interessant fanden. Dann schreibt auf einmal eine Zeitung über dich. Früher wurdest du immer so ein bisschen ausgegrenzt. Ich weiß einmal noch, da war ich auf dem Sportplatz und da war so ein Schüler, der mich immer so ein bisschen aufgezogen hat. Und ich habe so gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass der da jetzt auch noch zuschaut. Ja, der kam aus dem Dorf, gegen das wir gespielt haben. Und in dem Spiel, da habe ich 11 Tore geschossen. Wir haben 12-0 gewonnen gegen die. Und von dem Moment an hat er nie mehr was Schlechtes über mich gesagt. Ja, später, als ich dann zum Bundesligisten gewechselt bin, zu Nürnberg, damals noch erste Liga, da war dann so auf einmal, dass er mein Freund sein wollte. Und dann schreiben Zeitungen über einen und so. Und das hat sich schon gut angefühlt damals. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man sich nur über das definiert, was man irgendwie leistet oder was vielleicht auch Leute über einen sagen oder denken, wie es oft in unserer Gesellschaft ist, macht es dich auch nicht auf Dauer glücklich, sondern da kommen auch Phasen, wo du merkst, dass das ein wackeliges Fundament ist. Das habe ich dann später erfahren. Aber damals, so mit 16, ja, da habe ich mich schon manchmal so gefühlt wie der König der Schule, so ein bisschen, ja. Genau, aber wer hoch fliegt, der fällt manchmal auch tief. Im Fußball kann es ja sehr schnell gehen. Heute bejubelt, morgen ausgebuht. Mit 16 hast du es erlebt, sozusagen, einfach sozusagen für viele Jungs ein Traum. Man wird selber wahrscheinlich so eine Art Idol oder fühlt sich zumindest so. Aber du hast gesagt, es kann dann auch plötzlich ganz anders werden. Hast du da auch eine Erfahrung gemacht? Ja, also in meinem ersten Testspiel, ja, das hier auf dem Bild sieht man das, deshalb mache ich das jetzt auch mal wieder hier, das ist ein bisschen auch 60 München, gehört auch dazu. Aber bei diesem Spiel, was man gerade gesehen hat, bei Nürnberg, da habe ich in meinem ersten Testspiel beim Dieter Hecking einen riesen Patzer gemacht. Mit 18, erstes Spiel, läuft eine halbe Stunde super und dann kommt der eine Moment, der nicht passieren soll. Ich will den Ball zum Torwart zurückspielen und ich habe schon gemerkt, als der Ball meinen Fuß verlassen hat, es wird eine enge Kiste. Und den spielst du eigentlich tausendmal den Pass, der funktioniert immer, aber da in dem Moment war es so, dass der Torwart gezuckt hat, ja, wieder zurück ins Tor ist und der Ball immer kürzer, dem Stürmer die Füße, steht allein vorm Tor und schießt ihn rein. Und ich stand damals da, habe erstmal gehofft, dass es niemand gesehen hat, aber dummerweise, ja, alle Augen auf mich gerichtet. Und das war schon eine harte Erfahrung, weil ich da so das erste Mal dann auch miterlebt habe, ja, wenn du so einen Fehler machst, dann eben in dem Moment, wo du die Chance hast, für die du da ja so lange gearbeitet hast und du nutzt sie nicht, dass es halt auch mal ganz schnell wieder vorbei sein kann mit diesem Traum. Und ich wurde dann wieder zur zweiten Mannschaft zurückgestuft. Danach kamen halt die nächsten Talente, so mehr oder weniger. Das hat mir damals so ein bisschen das Genick gebrochen. Und später auch musste ich mir dann einen neuen Verein suchen, weil man mir den Durchbruch dann beim Club nicht mehr zugetraut hat, zumindest nicht unter dem Trainerteam damals. Und ja, die Phasen gab es auch. Später dann Karriereende mit Verletzungen und so, wo auf einmal das Ding wegbricht, worauf du immer gebaut hast und was dir immer so wichtig war und wo du so viel investiert hast. Und wenn du die Erfahrungen dann im Leben eben auch mal machst, so dass eben die Dinge plötzlich wegbrechen können, dann kommt man schon langsam so ins Fragen und auch manchmal an den Punkt, dass man halt eben sich grundsätzliche Fragen stellt, ja, wofür man eigentlich lebt und was im Endeffekt am Ende des Tages zählt und übrig bleibt, ja. Also ich habe den Eindruck, in deiner Jugend war es sozusagen klar für dich die Antwort, wofür du lebst, nämlich für den Fußball und für dein Ziel erste Bundesliga. Ja. Das hieß für dich damals auch mit 16 ausziehen, Freunde zurücklassen, Freundeskreis sozusagen, alles aufzugeben für den einen Traum, der dann irgendwann geplatzt ist. Und da stellt sich natürlich nochmal die Frage irgendwann im Leben, dann vielleicht neu, wofür lohnt es sich zu leben. Du bist jetzt heute da, nicht nur weil du uns vom Fußball erzählst, sondern weil du auch was zum Thema, glaube ich, zum Glauben zu sagen hast, sonst wärst du hier nicht im Gottesdienst. Du bist jetzt unterwegs, sogar mit einem eigenen Verein, Fußball mit Vision, hier in Gottesdiensten, in Schulen und erzählst vom Glauben. War das schon immer so? Also hast du schon in der Grundschule deinen Klassenkameraden vom Glauben erzählt? Alles andere. Nee, überhaupt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, Glaube war für mich immer so ein Thema. Ich habe von klein auf viel mitbekommen. Bin auch in einem, ich sag mal so, christlich sozialisierten Umfeld aufgewachsen, das heißt konfirmiert worden. Vorher Kindergottesdienst oder sowas? Mal ein Kindergottesdienst wurde ich hingeschickt, Jungscha, so Jugendgruppen und so von der Landeskirche aus. Aber es hat für mich nie wirklich irgendwie eine persönliche Bedeutung gehabt, sondern war für mich immer eher langweilig. Ja, ich saß im Gottesdienst, habe auf die Uhr geschaut, habe gehofft, dass es schnell wieder vorbei ist, weil ich einfach andere Sachen hatte, wo ich mir Erfüllung und ein gutes Leben von erhofft hatte. Und Glaube hat da eben nicht so mit zusammengepasst. Und als ich mit 16 Jahren dann ausgezogen bin, dann war das Thema Glaube für mich auch erledigt. Also da war keine Konfirmation mehr oder keine Gottesdienste mehr, die ich besucht habe, kein Beten, das war einfach nichts Persönliches für mich. Ich meine, wenn man mich so gefragt hätte, ob ich an Gott glaube, hätte ich schon immer so gesagt, ja, bestimmt gibt es so einen Gott, ne? Wenn man so sich die Natur anschaut, Sonnenuntergänge und so, den Mensch, das Leben überhaupt funktioniert, hat es für mich Sinn ergeben, dass da irgendjemand dahinter steckt, der das gemacht hat, dass es nicht einfach reiner Zufall ist, aber mehr halt eben auch nicht. Und es war dann erst in Nürnberg so mit 18 Jahren, dass ich dann so langsam Berührungspunkte mit dem Glauben bekommen habe über eine christliche Sportorganisation, die SRS heißt.
Da kam ein Sportmentor mal auf mich zu, der im Nürnberger Raum wohnt. SRS, Sportler ruft Sportler. Genau, Sportler ruft Sportler. Und der kam auf mich zu nach dem Fußballspiel und wollte mit mir über das Thema Glaube und Fußball sprechen. Und ich habe erst so, war ein bisschen überrascht, weil es kommt nicht so oft vor, dass jemand nach dem Spiel mit dir über den Glauben reden möchte. Ja, da will vielleicht mal jemand ein Autogramm oder ein Foto oder Smalltalk oder irgendwas, aber nicht über Gott reden. So. Ich war aber auch nicht ganz abgeneigt, weil der hat mich zum Essen eingeladen. Ja, und ich bin Schwabe. Wenn man mich so zum Essen einlädt, dann fällt mir das schwer, das abzulehnen. Aber es war nicht der einzige Grund, sondern meine Mutter, die hat mir früher mal hier aus so einer Kickerbibel hier vorgelesen. Ja, da sind Fußballer drin, die erzählen, warum es ihnen im Leben mehr gibt als nur Geld, Anerkennung, berühmt sein. Warum für sie zum Beispiel jetzt der Glaube an Jesus wichtig ist. Und meine Mutter hat halt gedacht, ja, wenn sie mir das erzählt, das interessiert dir nicht, das geht hier rein und auf der anderen Seite wieder raus. So war es auch, oder? So war es auch, aber wenn die Fußballer davon erzählen, dann hört er vielleicht zu. Und daher kannte ich SRS, weil die diese Kickerbibeln rausbringen und habe gedacht, das ist ja nichts Schlechtes so, bin da mal mitgegangen, der hat mit mir so über den Glauben gesprochen und an dem Abend muss ich sagen, auch wenn das nichts Neues war, so die Grundlagen vom christlichen Glauben, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der mich geschaffen hat, der auch einen Plan für mein Leben hat und dass Jesus in die Welt gekommen ist, um für meine Fehler, für meine Schuld, für all das, wo ich nicht in Liebe gegenüber meinem Nächsten und Gott gegenüber lebe und ich wusste, das war eine Menge in meinem Leben, ja, um dafür am Kreuz zu sterben und aufzustehen, damit ich durch Glauben an ihn ewiges Leben haben kann. Und die Botschaft, wie gesagt, früher immer rein, andere Seite wieder raus, aber an dem Abend hat es mich irgendwie im Herzen berührt und zum Nachdenken gebracht und so in mir was bewegt, dass ich mich selber auf die Suche gemacht habe und für mich diese Frage klären musste, wer dieser Jesus wirklich war. Weil entweder ist mir klar geworden, es ist ein großer Quatsch halt oder es ist halt wirklich eine lebensverändernde Botschaft. Und dann habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Ja, an dem Abend mein Zimmerkollege, der Plattenhardt, der war nicht daheim und so hatte ich ein bisschen Ruhe im Internat und habe einfach mal gebetet. Das kannte ich so von früher noch. Gesagt, wenn das mit dir wirklich stimmt, dann will ich dich kennenlernen, dann komm in mein Leben und verändert mich auch. Und das Gebet hat Gott wirklich gehört, weil auf einmal war es so wie ein Vorhang, der weggezogen wird, ja, vorm Fenster. Wenn dann Vorhang hängt, dann siehst du nichts und denkst so, okay, den guckst du kurz an, alles gesehen, interessiert mich nicht. Das war für mich früher Glaube. Aber an dem Abend war es so, wenn der Vorhang weggezogen wird und auf einmal siehst du dahinter eine Realität, die hast du vorher nicht wahrgenommen und die verändert dich auf einmal. Und dann sind so ein paar Dinge passiert, Begegnungen mit gläubigen Fußballern gehabt und wo ich viele Fragen stellen konnte. Ja, eine prägende Person für mich war Zé Roberto, der bei Bayern gespielt hat, bei Real Madrid, brasilianischer Nationalspieler, wirklich so ein Topstar, den ich auch auf sportlicher Ebene immer angehimmelt habe. Ja, ich wollte immer so werden wie der. Und den dann mal so persönlich kennenzulernen und auch so gerade in Bezug auf den Glauben mal zu hören, was ihn da so bewegt und auch wie er uns damit hineingenommen hat in so einen Sportlergottesdienst. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Da wurde ich eingeladen mit verschiedenen Fußballern von Schalke, von Dortmund und so damals. Und da hat er angefangen, im Endeffekt so vom Glauben zu erzählen. Vielleicht sage ich nachher noch in einem kurzen Teil noch was ein bisschen genauer dazu. Ja. Danke. Wow. Ja. Hat sich was bei dir verändert? Du hast gesagt, dass du mit 18, und war das mit den Essenseinladungen, und ich glaube mit 18 war auch dieses Testspiel, was so mega in die Hose ging. Ja. Also ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber für mich habe ich so den Eindruck, dein Plan fürs Leben war ein ganz anderer. Dein Ziel war erste Bundesliga. Aber wenn ich so höre, dass es so eine Kickerbibel gab, eine Mama, die eine Kickerbibel vorliest und dann kommt irgendwann jemand mit einer Kickerbibel auf dich zu, der dich zum Essen einlädt und jetzt läufst du mit diesen Kickerbibeln rum, habe ich das Gefühl, vielleicht hatte jemand anders auch noch Pläne für dich. Absolut, also das sieht man oft erst rückwirkend. Bei mir war das schon so, muss ich sagen, als meine Karriere dann, ich habe ja, als ich gläubig geworden bin, so bewusst, als es was Persönliches wurde, noch ein paar Jahre Fußball gespielt und als die Karriere dann zerbrochen ist, dann war schon erstmal so die Frage, ja, warum muss mir das jetzt passieren, warum kann ich nicht noch ein paar Jahre Fußball spielen, kennt ihr alle auch, ne, wenn das Leben sich irgendwie anders entwickelt, als man es vielleicht erwartet oder manchmal auch so Tiefphasen hat, aber ich durfte wirklich erleben, dass der Glaube mich da durchgetragen hat und vor allen Dingen auch im Vertrauen nach vorne schauen und ich darf das heute rückwirkend sehen, wie du es jetzt auch schon angedeutet hast, dass viele Dinge so im Nachhinein wirklich perfekt ineinander passen und ein Bild ergeben, wo für mich Sinn ergibt und wo ich dann wirklich auch wieder sagen kann, ja, ich habe das eigentlich nicht gesucht, aber ich habe mit dem Glauben an Jesus was gefunden, das mir oftmals mehr Erfüllung gibt und auch die Arbeit, die ich heute machen darf, als das der Profisport jemals tun konnte und dementsprechend, ja, bin ich sehr, sehr dankbar auch, dass diese Kickerbibel so eine wichtige Funktion in meinem Leben auch haben durfte, ja. Danke, Manuel. Vielleicht jetzt nicht mehr so das Idol, wie es in der ersten Bundesliga gewesen wäre, aber dafür vielleicht noch kostbarer für viele junge Menschen, zu denen du in die Schule kommst. Dankeschön.